Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. Wir haben nun mittlerweile ausgeschlafen gehabt. Und es wird Zeit, sich ein bisschen Frühstück reinzuschaufeln und dann gehen wir zurück zu unserem Basecamp am See. Ja, was haben wir denn noch da? Dort werden wir dann die wichtigsten Sachen einladen, die wir dringend brauchen. Ja, und da schleppen wir dann alles hier in den Damm und vom Damm aus werden wir uns dann später in die nächste Map durchschlagen. Von daher werde ich jetzt mal gucken, was man denn eigentlich alles hier lassen könnte. Nahrung und Co., denke ich, kann man wirklich hier lassen. Da habe ich ja dann zu Hause noch genug. Also in Anführungsstrichen zu Hause. Ein Holz. Nee, das brauchen wir jetzt auch nicht. Das haben wir ja auch dann noch. Mehr als genug. Zu Hause. Ach herrje. Trinken wir doch gleich nochmal eine Limo rein. Fleisch hatten wir, glaube ich, auch noch in unserem anderen Lager. Insofern können wir eigentlich das ganze Essen hier lassen. Oh, ich sehe wieder nichts. Das ist echt schlimm. Spind durchsucht, okay. Da ist also noch Platz. Angelzeug brauchen wir jetzt nicht. Antibiotikum nehme ich sicherheitshalber mal mit. Antiseptikum, ich denke, da reicht uns das eine. Spy möchte ich unbedingt mitnehmen. Wobei, das Angelzeug hole ich. Ich wollte ja mal testen, wie das funktioniert auf dem See. Wie man dort angeln kann. Aber das können wir, glaube ich, auch in der nächsten Map testen. Sofern ich mich jetzt also richtig erinnere an das Let's Play von Kronk. Ja, ich glaube, da war doch auch eine Fischerhütte irgendwo und dann besteht bestimmt auch irgendwas auf dem See. Also insofern sollte das ja dann gar kein Problem sein. Dann lassen wir das jetzt hier. Das Beil, wie gesagt, mitnehmen. Dann bleibt das Brecheisen auch hier. Dosenöffner. Ich glaube, wir haben einen Dosenöffner auch noch. Ah, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ihr nehmt lieber doch mal mit. Fackel bleibt hier. Feuerstahl bleibt hier. Gewehrpatronen nehme ich sicherheitshalber mal mit. Man weiß ja nie. Ich glaube, ein Jagdmesser reicht uns auch. Und noch ein Karton Streichholz können wir auch da lassen. Denn Streichholz haben wir definitiv mehr als genug. Kräutertee brauchen wir auch nicht. Ja, das tut mir leid, dass das jetzt so ein bisschen unspannend ist. Der Schokoriegel kann hier bleiben, der Stoff kann hier bleiben. Die Sturmlaterne lasse ich ebenfalls hier. Wasserreinigungstabletten lasse ich auch alle hier. Ja, nehme ich das Wolfsfleisch mit oder haben wir noch was in unserem Camp? Das lasse ich auch da. Ich glaube, Holz hatten wir noch. Wenn nicht, sammeln wir einfach in der Hütte nochmal was. Also ich glaube, das ist das geringste Problem. Entschuldigung. Wieso wiegen wir denn noch immer 15 Kilo? Ja, eigentlich könnte ich auch sagen, hey, ich lasse das Beil hier, aber will ich jetzt eigentlich nicht. Also los. 60%, Kilokalorien sehen gut aus. Durst. Wir könnten trotzdem noch mal ein kleines bisschen Wasser mitnehmen. Nur damit wir auf der sicheren Seite sind. Was ist denn? Wasser, Trinkwasser, genau. Ja, vielleicht müssen wir ja. Wir nehmen sicherheitshalber einen Liter einfach mal mit. Man weiß ja nicht, es kann ja sein, dass wir im anderen Gebäude dann festsitzen. Also, falls mal wieder ein längerer Schneesturm oder so ist. Und raus hier. Nebel. Nebel. Es hätte wieder nicht besser sein können. Ich wollte doch auch noch mal zu dem Bunker gucken. Dann müssen wir das mit dem Bunker anders machen. Wo ging's denn jetzt runter?
Jupp, die sind richtig. Ja, das ist ja wieder der größte Scheiß. Und ich hab's gerade noch gesagt. Schneesturm. Hm, kommt sicher. Und was kommt? Ein scheiß verdammter Schneesturm. Aber ich glaube, der Vorteil bei dem Schneesturm ist, dass keine Wölfe unterwegs sind. Ja, Flussnordzugang, wir sind absolut richtig. Eventuell haben wir sogar noch Glück und finden vielleicht noch ein Kaninchen rumliegen. Das wäre natürlich super. Könnten wir uns doch mal die Kaninchenhandschuhe machen. Ah, das ist schlimm. Also diese Kälte, nachdem wir jetzt keine richtige Hose mehr haben, die zehrt an uns. Die zehrt wirklich sehr an uns. Sobald wir im Gebäude sind, müssen wir uns dringend ums Flicken der Kleidung machen. Allerdings stellt sich auch die Frage, ob wir denn nicht vielleicht Glück haben und in der anderen Map dann mehr finden. Also bessere Kleidung. Sodass wir dann jetzt eigentlich keine Ressourcen verschwenden sollten, aber naja, gut. Ich glaube, wir spielen es mal sicher. Ich meine, es geht um unser Überleben, also... Ja, da wollen wir kein Risiko eingehen. Wir machen das schon richtig. Könnten doch jetzt langsam mal in Richtung... Was ist denn diese? Ach du Scheiße, wo sind wir denn jetzt lang gelaufen? Ja, genau, und hier waren die Kaninchen. War schon unterkühlt, das ist doch ein Witz. Das ist ja wohl ein Witz. Wir rennen doch schon. Ich werde mal ganz kurz einen kleinen Blick hier rauswerfen. Nein, ich sehe nichts. Wie viele Wölfe haben wir denn hier mittlerweile erledigt? Hat er nicht mehr, okay. Das sind richtig heftige Wolfskiller. Oh, da haben wir eine Haut. Schaffen wir das? Das schaffen wir doch noch schnell. Das nehmen wir noch mit. Aber der Zustand... Der geht jetzt rapide bergab. Ach du Schande. Nee, Glück haben wir wirklich nicht. Komm, du schaffst das. Du bist auch schwach beladen. Das schaffst du locker darüber. Na komm, 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 komm. Jetzt langsam doch mal Land sehen. Oh. Ganz ehrlich, da wird selbst mir kalt bei diesem Wind. Oh. Ja, das sieht doch gut aus. Und 49%. Wie rein ins Haus. Boah. Aber gerade so. Das ist ja echt nicht ohne. Gut. Oder auch nicht gut. Wir hauen uns erstmal ins Bett und dann können wir uns um alles weitere kümmern. 2 Stunden oder so sollten reichen. Immerhin ist ja noch tagsüber. Und großartig viel machen können wir im Moment ja sowieso nicht. Solange es draußen so sehr stürmt. Na, dann checken wir doch mal alles ab. Wir wollten Sachen reparieren. Oh, die müssen wir ganz dringend reparieren. Die Schuhe auch und die Socken. Ach, herrje. Aber wir trinken erstmal was. Wir trinken erstmal was. Jetzt hatten wir aber ganz schön Lust. Hunger haben wir auch. Da haben wir aber nichts mitgenommen, ne? Genau.
können wir uns ja dann hier nochmal schön vollfressen. Aber jetzt geht's erst einmal ans Flicken. Gipfelbrause, Holzstreich, Hölzer, Dieb. Ja, wir haben noch massig Reh, also insofern alles kein Problem. Da haben wir auch noch, also... Uns hätte es jetzt hier wirklich schlimm einschneiden können, alles kein Ding. Da haben Fackeln da Leder, dann nehme ich gleich mal sicherheitshalber zwei raus. Haben wir den Stoff? Da haben wir den Stoff, dann nehme ich auch mal zwei raus. Und wir bräuchten natürlich noch ein bisschen unser Schneiderset. Schneiderset? Nein, das Nähset natürlich. Nehmen wir das auch. Gucken wir uns unsere schicke Ausrüstung an. Die echt beschissen ist. Also schick war hier eher sarkastisch gemeint. Reparaturumfang 60%, Erfolgsstoße 83. Ja, das machen wir. Wir haben es doch drauf. Wir sind doch das tapfere Schneiderlein. Na, seht ihr es? Und unsere Fertigkeit wird einfach immer besser, also top. Reparieren wir die auch mal. Reparatur von 55%, das ist natürlich gut. Wir sind wirklich gut. So, dann schauen wir mal, was brauchen wir denn hierfür? Ach, da brauchen wir nur Leder. Na, wir bräuchten es schon nochmal. Ja, wir verschwenden einfach nochmal Leder. Sind jetzt wieder bei 63%. Ich meine, besser als nichts. Wir sind wieder ansatzweise fit unterwegs. Das taugt. Jetzt haben wir mittlerweile Hunger und Durst. Wir könnten uns ein Feuerchen machen. Oder haben wir noch was zu essen dabei, was schon fertig gekocht war? Nee, leider nicht. Also müssen wir doch ein Feuer machen. Aber das ist ja alles kein Problem. Ja, das Altholz brennt nicht so super, aber... Wir nehmen jetzt einfach gleich mal alles. Denn dann machen wir uns auch gleich noch Wasser und... Moment. Wir hatten da doch noch mehr Essen. Genau. Wir machen das gleich alles. Ja, Wolfsfleisch nehme ich auch nochmal mit. Sieht doch gut aus. Wenn wir da noch irgendwo was zu essen will. Nein. Muss nichts mehr gekocht werden, oder? Wolfspelz, da hatten wir, glaube ich, auch noch einen dabei. Wolfspelz, genau. Ich denke, dass wir mittlerweile uns schon fast an das Fertigen des Mantels machen könnten. Denn im anderen Gebäude haben wir, glaube ich, auch noch Wolfspelz, also insofern. Das sollten wir doch machen. Ja, wir probieren es einfach mal. Zunderbündel haben wir mittlerweile mehr als genug und ich glaube, Streichhölzer sind jetzt auch nicht so das große Problem, oder? Damit können wir uns ja auch tot werfen. Jetzt lebe das Risiko. So. Es funktioniert. Yep. Es wird immer besser. Wir werden wirklich immer besser. Ja, da können wir doch noch eins garnen und dann müssen wir, glaube ich, sofort wieder Holz draufhauen. Hirsch dürften wir dann jetzt durch haben, genau. Kommen wir zum Wolfsfleisch. Und draußen stimmt das richtig übel, hört ihr das? Halt, nein, ich hab's verkackt. Ich hätte nachlegen wollen und hab's vergessen.
Na gut, probieren wir es einfach nochmal. Und dann können wir eigentlich gleich nochmal nachsehen, was wir noch für Holz haben. Und dann lassen wir das Feuer einfach noch länger laufen. Jetzt wissen wir ja, wie wir auch was anderes außer Zünder bekommen. Wurde ja auch Zeit. Was? Gescheitert? Scheiße. Freiburg. Das Holzbrikett. Nehmen wir auch nochmal ein paar. Dann haben wir es nochmal, ne? Mit dem Allzeit sieht es nicht so gut aus, die Chance. Hier, das ist sehr gut. Zedernholz ist noch besser. Wir nehmen jetzt einfach mal das Zedernholz. Das sollte doch werden. 83% ist toll. Ja. Ja, da bringen wir es doch wieder in Gang. Das haben wir uns doch verdient, das schöne Feuerchen hier. Yay! Und auf 59%. Oder, ja, Skillfertigkeit 59%. Erhöht das dann eigentlich die Chance immer jeweils nur um 1? Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Also ich würde jetzt sagen, ja, tut es. Schmelzen wir noch ein bisschen Wasser. Aufkochen. Schmelzen. Und nochmal aufkochen. Aber ich glaube, dann geht das Feuer jetzt auch gleich aus, oder? Ja. Ich vermute. Ich will jetzt eigentlich nicht nochmal was extra reingeben. Wir machen einfach nochmal unsicheres Wasser. Können wir ja dann mit rübernehmen. Okay, Hunger und Durst haben wir definitiv. Was hat denn Rie? Oh, Rie hat sogar mehr. Rie hat mehr Kalorien. Hat er noch immer Hunger? Ja, aber er hat auch Durst, also trinken wir lieber erstmal was. Bevor er dann gleich wieder sagt, ich esse am Verdursten. Er ist dehydriert, sagt er doch dann immer. Das muss nicht unbedingt sein. Noch eins hinter. Trinken vielleicht noch mal einen kleinen Schluck. Ja, und wir sehen gut aus. Hm. Jetzt checken wir oben noch mal den Schrank ab, was dort drin ist. Also ob wir dort was gelagert haben. Ich bin mir nämlich absolut nicht sicher. Ich denke aber, hier könnte was drin. Nein. Ist leer. Schublade ist leer. Der Schlafsack. Mich würde mal interessieren, ob wir den auch auseinandernehmen können. Da schauen wir doch gleich mal nach. Was uns dieser Schlafsack vielleicht bringt. Den können wir tatsächlich... Das machen wir. 10-mal Stoff. Und wie wir den zerlegen. Kannst du aber was wetten. Okay. Dann schauen wir uns jetzt unten nochmal an, was wir jetzt genau an Futter und so weiter da haben. Denn ich würde vorschlagen, dass wir hier ein kleines Notlager... Ja, wie soll man sagen? Also falls wir hier nochmal zurückkommen, man weiß es ja nicht, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn wir hier ein bisschen Nahrung gelagert hätten. Also wie gesagt, ich möchte fast alles mitnehmen zum Damm, dort das neue Hauptquartier erstmal aufschlagen und uns dann langsam rüber machen in die nächste Map. Dort das erstbeste Haus suchen, dort alles einlagern, dann wieder zurück, wieder mehr holen, wieder einlagern. Und das letzte Haus sozusagen, wo ich noch Ressourcen haben möchte in dieser Map, wäre dann das hier. Es liegt relativ zentral und falls wir halt nochmal zurück
müssen oder wollen und dann in den Schneesturm geraten, stehen wir nicht ganz so dribbelt da. Das bedeutet also, dass ich hier ein paar Sachen, die sich lang halten lassen, noch da lassen möchte. Ja, sowas wie eine Tomatensuppe, die kann hier bleiben. Eine Laterne lasse ich auch gerne hier. Die Lupe nehme ich einfach mal mit. Den Kräutertee würde ich komplett mitnehmen. Gipfelbrause. Ich glaube, die trinken wir demnächst mal. Die mit 89 könnte sich noch länger halten. Die lassen wir dann auch hier. Dann so 10 Streichhölzer sind auch okay. Ein Antiseptikum. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen... Das nehmen wir lieber mal mit. Würde ich auch mitnehmen. Nehme ich auch mit. Alles. Definitiv alles. Aber das sieht im Moment schon echt danach aus, als müssten wir nochmal laufen. Ja, genau. Zünderbündel nehmen wir alle mit. Haben wir jetzt noch welche da gelassen? Wie viele? Gar nicht. Also werden wir jetzt hier nochmal ein Zünderbündel lagern. Da können wir eigentlich alle dort lassen. So, der war leer. Hier war noch mehr Orangenlimo, ja. Und den Schokoriegel, den werden wir dann auch hier lassen. Ich denke, sowas wie Schweinefleisch, das sich noch länger hält, lassen wir dann auch mal noch hier oben. Na, was denn? Das ist das, was sich am längsten hält. Der Schokoriegel war auch noch top. Den lassen wir also auch hier. Ansonsten... Sowas wie unsicheres Wasser könnten wir ja auch nochmal da lassen. Was haben wir denn da unten noch drin? Den Brandbeschleuniger, da würde ich eigentlich... Da nehmen wir jetzt erstmal alle mit, aber eins lagere ich dann trotzdem oben noch ein. Einfaches Werkzeug brauchen wir definitiv. Noch eine Fackel. Haken, Holzstreichhölzer. Wir haben so viele Streichhölzer. Den brauchen wir definitiv. Was ist jetzt passiert? Das hat er nicht gefragt. Gut. Nehmen wir auch alle mit. Wir haben hier gar nicht so viel, wie ich dachte. Nehmen wir mit. Ein ganzes Nähset ist auch super. Noch mehr Stoff. Und noch der Wolfspelz. Okay. Was wollte ich jetzt hier reinhauen? Zur Sicherheit lagern wir da auch mal eine Dose Kaffee ein. Wir könnten auch nur eine Fackel hier lassen. Ich glaube, wir lassen zur Sicherheit auch nochmal eine Fackel hier. In der Gipfelbrause hatten wir jetzt keine, die mehr besonders lang haltbar ist, oder? Ach, Holz haben wir noch gar nicht hier. Dann würde ich sagen, lassen wir das Holzbrikett auch noch da. Ich weiß nicht, also... Was würde mir denn noch einfallen? Nee, also ich denke, den Rest nehmen wir dann alles mit. Dann haben wir hier auch gar nichts mehr. Das ist jetzt irgendwie schon ein bisschen schockierend, oder? Wie viel Uhr ist es? Es ist 7 Uhr abends. Wir werden jetzt einfach hier noch ein bisschen Holz sammeln. Das machen wir ein Stündchen. Und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Mal Altholz, das ist doch super. Von dem Altholz lassen wir noch ein bisschen hier. So, 2 Stück oder so. Den Rest nehmen wir mit. Okay, gab es jetzt noch irgendwas? Ja, wir hauen uns noch mal schnell was zu essen rein. Und das machen wir auch noch klein.
kriegen wir es entzündet. Gut. Wir hauen uns noch etwas zu essen und zu trinken rein. Ich würde eigentlich gerne ein bisschen was von diesem... Wie? Das Messer? Haben wir das nicht mitgenommen? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Haben wir das Messer aus Versehen irgendwie rein unten in... Ha. Da werde ich gleich nochmal nachsehen. Super. Das kann jetzt aber nicht sein, also... Oder ist das uns vorhin kaputt gegangen beim Auseinandernehmen? Des letzten Wolfes, das wäre echt Mist. Bin ich jetzt doof? Jagdgewehr? Aber wir haben kein Jagdmesser mehr. Abgelegt im anderen Gebäude. Ja gut, wir werden es ja dann nächsten Morgen sehen. Alles kein Problem. Dann schlafen wir mal wieder so bis, ja, die Stunden. Dann werden wir mal wieder unser Mitternachts-Süffeln machen. Bisschen Wasser reinhauen. Oh ja, das tut gut. Das tut wirklich gut. Und ab ins Bett, bis zum nächsten Morgen. Ja, und damit verabschiede ich mich dann aus der jetzigen Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinseht. Ciao.